hin. Ach, hier war im Frühjahr Dreck ohne Ende. Es war eine Katastrophe. Ja, ihr seht, 5 Minuten hat es gedauert. Jetzt da vorne einen ganzen Stapel von sogenannten Amtsblättchen, also Zeitungen gefunden, die eigentlich die Hausbewohner verteilt werden sollen. Da sitzt mit dem Auto und gehen wir nochmal zurück in die Krille. Ja, so Leute, das war meine kleine Aktion für Clean the Nature von der Challenge, die der JP aufgerufen hat. Ich verstehe es nicht, wie man seinen Müll im Wald entsorgen kann. Das ist mir ein Rätsel. Es hat doch jeder eine Mülltonne zu Hause oder es gibt so viele Wertstoffhöfe, wo man das Zeug hinbringen kann, denn da fährt man garantiert irgendwann mal vorbei. Das muss man nicht irgendwo in den Wald schmeißen. Nominieren? Ja, ich nominiere alle, die dieses Video sehen. Ich nominiere alle, die sich angesprochen fühlen, sich mal einen Müllbeutel zu nehmen, mal 10 Minuten zu investieren und mal an irgendwelche Plätze zu gehen, wo sie auch sowieso vorbeikommen, den Müll einfach in den Sack geschmissen, mit nach Hause nehmen, Müllbeutel anständig entsorgen, fertig. Und ich hoffe, dass viele dieses Video sehen oder diese Videos sehen, wie diese Challenge hier rumgeht, dass sich viele beteiligen und ich hoffe, dass diejenigen, die den Müll normalerweise in den Wald schmeißen, jetzt sagen, hoppla, ich mache da was verkehrt, in Zukunft nehme ich meinen Müll wieder mit. Wer meine Touren sieht oder meine Videos gesehen hat, bei meinen Touren habe ich auch viel Plastik dabei, weil alles eingeschweißt ist und ihr werdet nie sehen, dass ich auch nur einen Fetzen irgendwo liegen lasse. Ich bringe es mit in den Wald, ich nehme es auch wieder mit in den Wald, aus dem Wald raus
Und so gehört sich das auch. Und meine Bitte an euch ist, macht das auch so. Nehmt das, was er mit in den Wald nimmt, auch wieder mit aus dem Wald. Denn die Natur ist nicht unsere Müllhalde. Und mir bleibt es nur noch zu sagen, bis bald im Wald. Tschüss.